TV Überregional ist jetzt hier bei der Kramerscher Mühle. So, mein Name ist Albert Weinlein. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Kramermühle e.V. Dieser Verein hat sich Mitte vorigen Jahres zur Aufgabe gestellt, die Bebauung der Mühlenwiese auf diesem Areal mit Wohnungen zu verhindern. Deswegen haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, haben 2308 Unterschriften gesammelt, die beim Bürgermeister eingereicht, mit dem Ergebnis, dass der Gemeinderat jetzt entscheiden musste, dass hier in St. Leonroth ein Bürgerentscheid jetzt am kommenden Sonntag stattfindet. 10.800 wahlberechtigte Bürger sind aufgefordert, zur Wahlurne zu gehen und über die Frage der Bebauung dieser Wiese mit Wohnungen oder Nichtwohnungen zu entscheiden. Wenn diese Wiese weg wäre, dann hätten Sie gar keine Möglichkeit mehr, schöne Feste, schöne Bürgertreffs, mittelalterliche Spektakel hier stattfinden zu lassen, weil auch das mittelalterliche Lager wäre dann hinüber oder die Parkplatzmöglichkeit auf der Natur für die Gäste, richtig? Okay, ich bin völlig erstaunt, dass Sie das so in der Kürze erkannt haben. Den Begriff gar nicht möchte ich insofern revidieren oder korrigieren und sagen, die Nutzungsmöglichkeiten wären ohne die Wiese dann allerdings sehr eingeschränkt. Es wäre noch eine Restnutzung mit dem Altbaubereich möglich, aber nur halt in sehr eingeschränkter Form. Zum Beispiel hätten wir keine Fantasie, wo Autos für Besucher parken sollten. Im Hintergrund sieht man jetzt die Kreischbach hier langlaufen. Und das Besondere ist natürlich da vorne der Torbogen und die Brücke. Erzählen Sie mal kurz, da sind die Mühlen gewesen, um Öl herzustellen. Ah ja, links vom Kreichbach waren ursprünglich die Getreidemühlen und rechts vom Kreichbach war dann die historische Ölmühle. Und ich kann erzählen, hier zurückblickend war im Durchgang zwei sehr große Mühlenräder. Die eine Seite hat eben die Getreidemühle angetrieben und auf der rechten Seite des Mühlenrads hat wiederum die alte Ölmühle angetrieben. Beide Mahltechniken waren übrigens sehr, sehr unterschiedlich, wäre aber jetzt wahrscheinlich zu viel, da näher drauf einzugehen. Wir sind im Hintergrund jetzt den Lieferanteneingang und Ausgang, richtig? Ist richtig, allerdings kann man dazu erzählen, dass dieser Gebäudeteil in der Neuzeit eine modernere Getreidemühle war, aber historisch gesehen, über Jahrhunderte zurück, war das eine Ölmühle, die übrigens weit überregional von vielen anderen Bürgern aus anderen Gemeinden genutzt wurde. Selbst meine eigene Schwiegermutter aus Hambrücken ist zu Fuß bis hierher nach St. Leon gelaufen, um zum Beispiel Raps oder Buchegger hier zu Öl mahlen zu lassen. Ja, wie global ich in die Schule gegangen bin. Ja. Ja. Und was haben Sie Schönes gemacht damals? Da also sind wir halt rumgeklopft, bis die Eltern das versorgt haben. Na, die Frist, alles miteinander, das war schön, es hat uns gefallen. Und da haben die Eltern selber da mitgemisst. Das ist nur da rausgekommen das, und ist gefeiert worden. Ja. Wir sehen im Hintergrund die Hauswand, sehr gut erhalten, sehr alt und auch noch die Maria ist da. Gibt es dazu eine kurze Geschichte? Ja, vielleicht erst der Hinweis vorweg. Die Hauswand, die Sie sehen, die Fassade, ist der einzige Teil, der unter Denkmalschutz steht. Aber integriert in die Hauswand ist diese Nische für die Maria. Und die hat einen sehr bedeutsamen historischen Hintergrund. Vor Jahrhunderten waren Müller auf dem Feld. Seine Ehefrau wollte die Schließe zum Mühlenrad justieren, fiel ins Wasser, hat sich verheddert. Dem Müller gelang es gerade noch in letzter Sekunde, seine Ehefrau im verfangenen Zustand aus der Mühle und aus dem Wasser zu retten. Und aus Dankbarkeit hat er diese Nische geschaffen. Und dort befand sich eigentlich über viele Jahre hinweg eine Nachbildung der sogenannten Mondsichel-Madonna, die der Riemenschneider im Original entworfen hatte. Das wäre hier jetzt das große mittelalterliche Lager oder die Parkplatzmöglichkeit? Ja nun, uns geht es mal in erster Linie darum, das Ensemble, die Wirkung zu erhalten im Sinne von Historie. Und natürlich haben wir in zweiter Linie auch die Absicht, dass mit dem Erhalt der Wiese die Nutzungsmöglichkeiten für dieses Ensemble und für diese alte Mühle natürlich wesentlich bessere Voraussetzungen hat als mit der Bebauung. Das gesamte Areal ist mehr als 500 Jahre
alt, das Grundstück. Richtig, urkundlich erwähnt, wurde gegründet vom Fürstbistum Speyer als sogenannte Bannmühle. Zu früheren Zeiten waren alle Bürger verpflichtet, ihre Ernten und Erträgnisse hier abzugeben. Sie bekamen dann einen ganz bestimmten Anteil für eigene Zwecke und für ihren Lebensunterhalt wieder zurück. Also in Verbindung mit der Beschlusslage von Verwaltung und Gemeinderat ist im Moment konkret geplant, hier ein Gebäude zu erstellen und nochmal auf der Rückseite des historischen Mühlengebäudes insofern zwei Gebäudekomplexe mit insgesamt ca. 22 Wohneinheiten. Dann ist ja der eigentliche Flair hinüber. Also wir gehen davon aus, dass die Ensemblewirkung dieses historischen Anwesens damit, ja, ich sage nicht zerstört, aber zumindest sehr, sehr stark beeinträchtigt werden würde. Mitgliedschaft ist auch wichtig, dass sie weiterhin und kraftvoll unterstützt werden. Also nicht nur jetzt am 2.7. am Sonntag, wo jeder bitte wählen kommt, sondern auch die Mitgliedschaft. Die Internetadresse ist eingeblendet und es kostet nur wie viel? Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist bei uns 20 Euro für Einzelpersonen, 10 Euro für Jugendliche und 30 Euro ist der Familienbeitrag für jede Familie, egal wie groß. Wurde hier eigentlich schon mal archäologisch nachgeschaut, ob etwas Wertvolles da ist? Ja, also man hat erste Untersuchungen vorgenommen, allerdings mit dem Ergebnis, dass anscheinend keine unterirdischen Mauerwerke oder Fundamente oder Ähnliches vorhanden ist. Anscheinend. Scherben? Besteck? Nichts dergleichen bisher. Diese Wiese wurde offensichtlich schon immer als reine landwirtschaftliche Fläche bzw. als Garten genutzt. Es ist aber nicht erwiesen, ob es wirklich so ist. Es könnte etwas da sein. Sie haben völlig recht. Wenn erste Erdarbeiten zu Neubebauung, zu Restmauerwerken, zu historischen Mauerwerken führen würde, sind wir sicher, würde die Bauerei sofort eingestellt werden. Aber wie gesagt, im Moment ist davon auszugehen, dass im Bereich der Wiese solche Restmauerwerke oder historische Mauerwerke nicht vorhanden sind. Damit haben Sie recht. Wir haben zum Beispiel im September voriges Jahr ein Mühlenfest veranstaltet mit riesengroßen Dreschmaschinen. Es waren ca. 2.000 bis 3.000 Besucher da auf der Wiese. Vorzugsweise eine solche Veranstaltung in dieser Art wäre nie mehr möglich. Sie hätten auch die Möglichkeit, wie vor 500 Jahren, einfach zu zeigen, wie man aus Haselnüsse Öl macht. Sehr wohl, indem wir natürlich dann dafür sorgen müssen, dass diese alten Einrichtungen, die leider Gottes nicht mehr vorhanden sind, dass die natürlich in irgendeiner modernen oder auch altertümlichen Art wieder beschafft werden, in Gang gesetzt werden. Das wäre allerdings natürlich eine Zielsetzung in der allerhöchsten Dimension, die uns, natürlich unserem Verein und der Bürgerinitiative, natürlich unfraglich sehr gefallen würde. 140 Mitglieder haben Sie? Also unser Verein Freundeskreis Kramermühle e.V. wurde im Februar 2016 gegründet und hat jetzt nach anderthalb Jahren 140 Mitglieder tatsächlich. Gut, dass wir 1400 Mitglieder erreichen. Werben Sie mal kurz um eine Mitgliedschaft, die ist wirklich sehr günstig, aber wertvoll. Ich darf mich dafür bedanken, dass ich diese Gelegenheit jetzt so spontan kriege. Ich kann nur alle Bürger dazu animieren und auffordern, unserem Verein beizutreten, weil wir mit dem Verein nicht die Mühle selber bewirtschaften oder bebauen wollen, aber wir wollen erreichen und durchsetzen, dass natürlich diese Mühle im Sinne der breiten Masse von Bevölkerung für die Nachwelt erhalten wird. Und dazu tragen unsere Mitglieder sehr maßgebend bei, weil wir natürlich mit diesem Verein und der Mitgliedschaft eindeutige Signale setzen.